Ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, we proudly present to you the 5-time commentary tag team champions of the world, Sky Gaming Piss, Tomahawk Pain, the New Age Outlaws! Ja, und mit diesen Worten herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei diesem epischen oder bei dieser epischen Anmoderation. Ich habe das noch nie gemacht. Finde ich cool. Von meinem geschätzten Kommentatorenkollegen Tomahawk Pain, ihr habt es gerade schon gehört. Dritte Folge Faszination ist heute und es fasziniert mich vor allem, dass diese Themenwahl so ja komplett mal gar nichts miteinander zu tun hat. Als erstes hatten wir Fußball mit der ersten Sportart, dann kam die Liebe von Dr. Bexy und jetzt Tomahawk Pain. Eventuell haben es die Zuschauer schon an der Anmoderation gemerkt, aber sag doch einfach nochmal, was geht heute hier ab? Heute geht's um Wrestling und die meisten Leute kennen das. Viele kennen das auch noch unter dem Begriff Catchen, so war es früher mal bekannt, in Deutschland vor allen Dingen. Aber heute kennt man das größtenteils unter dem Namen Wrestling und das ist heute unser Thema. Faszination Wrestling von Tomahawk Pain. Woo! The Nature Boy! So. Passend zum Anlass seht ihr jetzt im Hintergrund auch ein WWE 13 Elimination Chamber, John Cena vs. Undertaker, Brock Lesnar, heißt der Sheamus oder Sheamus? Sheamus, Randy Orton und Triple H. Ich hoffe, der heißt jetzt, dass er sich Triple H nennt, weil alles andere wäre ziemlich schwul. Der, keine Ahnung, kämpft einfach nacheinander gegen alle, so frei für alle, aber alle gegen ihn. Nee, alle gegen ihn. Ein frei für alle, ja. Genau. Ja, das ist Elimination Chamber, das ist schon richtig, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele Kiddies am Start, die sagen, hey, kein Call of Duty, ich mach aus. Sondern zieht euch das einfach mal rein und ja, guckt das an, weil das passt zum Thema und sonst ist alles komplett unlogisch. Meine erste Frage an dich. Hä? Ja, nee, ich wollte nur sagen, dass das dieses Spiel oder diese Serie, das ist ja ähnlich wie FIFA. Es gibt ja jedes Jahr ein neues WWE-Spiel. Das ist recht populär. Also auch selbst in Deutschland, das kaufen auch sehr viele Leute, selbst die das gar nicht anschauen und verfolgen im Fernsehen, weil das einfach halt so ein beliebtes Beat-em-up-Spiel ist. Aber da können wir ja gleich noch was zu sagen. Genau. Und meine allererste Frage, die jetzt dann passend ist, wie kommt man dann beispielsweise jetzt, weil du hast gerade angesprochen, gerade in Deutschland hast du gesagt, wie kommt man dementsprechend hier als Deutscher, weil ich empfinde das immer so, Wrestling ist hier jetzt nicht wirklich populär, das ist wahrscheinlich so eine Amerika-Sache. Wie bist du zu dieser Faszination Wrestling gekommen? Also das ist schon einige Jahre her jetzt natürlich bei mir. Ich hatte früher auch so die Einstellung, früher kam das immer bei DSF. Das kam auch teilweise eine Zeit lang bei Tele 5, aber das kam halt immer im Fernsehen, meist zu später Stunde. Und wenn man jung ist und dann halt mal im Fernsehen da rumseppt und dann bleibt man da drauf hängen, weil das halt irgendwie interessant ausschaut, oh, das ist irgendwie Kämpfen da und was weiß ich, das ist schon mal ganz interessant. Und so war das im Prinzip auch. Ich hatte aber immer so, konnte damit eigentlich nichts anfangen. Und ich weiß gar nicht mehr, warum oder wie, aber irgendwie habe ich mich mal drauf eingelassen, weil mein Bruder das eine Zeit lang geguckt hat. Und ich habe dann gesagt, gut, dann schaue ich mir das halt auch mal an. Und ja, dann im Prinzip war ich dann angefixt und das ist jetzt schon fast 10 Jahre her mittlerweile. Hart. 9 Jahre ist das jetzt her. Seitdem schaue ich das wirklich regelmäßig aktiv und bin Fan und mittlerweile längst Experte geworden. Okay. Also für meine Zuschauer jetzt nochmal ganz kurz, ich habe absolut gar nichts mit dem Thema zu tun, aber so soll es in dieser Serie auch sein, dass mir komplett neue Sachen zugeschmissen werden. Ich habe mich natürlich jetzt so ein bisschen mit Liebe, damit beschäftigt. Mit Liebe hat er auch noch nie was zu tun. Keine Ahnung, wer ist dieser Liebe überhaupt? Nee, das schneiden wir raus, weil meine Freundin guckt meine Videos ab und zu. ist aber auch alles egal. Also beim Wrestling, beim Fußball natürlich war ich auch jetzt Kenner, Liebe, okay, habe ich auch schon mal gehört und so. Aber Wrestling jetzt komplett buff, Neuland. Aber natürlich möchte ich es auch verwirklichen. Und da möchte ich dich mal mit so einer, ja, wie soll ich das nennen? Vielleicht mit dem Statement konfrontieren, so du jetzt als Wrestling-Fetischist und Experte, was viele Laien vielleicht denken, was ich auch so ein bisschen denke, so das negativ behaftete. Es ist ja eigentlich alles gespielt, also ich verstehe das so, es ist ja praktisch vor dem Kampfbeginn meist schon, steht ja schon fest, wer gewinnt, oder sehe ich das falsch? What? Oder nicht? What? oder nicht? Ich werde dich jetzt noch öfters aufziehen mit diversen Sachen, wo du nichts verstehen wirst, was du nicht verstehen wirst, ist okay. Nee, das ist richtig, also das ist auch der Hauptkritikpunkt, wo sie sagen, wie kann man sowas angucken, ist ja alles fake. Also es gibt so eine Art
Ich habe mich da so ein bisschen eingelesen. Es gibt ja so eine Art Storyline, der unterschreibt so ein Wrestler, wenn er da so einen Profivertrag unterschreibt. Und dann ist so ein bisschen schon vorgegeben, wie das so verläuft. Klar, es gibt da irgendwie so ein bisschen hier und da und da ist so ein Spielraum. Aber irgendwo, sage ich mal, gibt es dann, was haben die da? Die haben irgendein Beispiel gesagt, dass irgendein Hulk Hogan, ja genau, dieser Hulk Hogan, dass der im Endeffekt, obwohl er schon lange über seinen Zenit herausgeschossen ist, da trotzdem immer noch seine Matches da gewinnt. Vielleicht was ist auch schon komplett alt und der ist mittlerweile gar nicht mehr im Geschäft, keine Ahnung, nur weil er halt das im Vertrag verankert hat. Und das finde ich, beispielsweise, wenn ich das ja mit dem Fußball oder du bist ja auch Fußball ja, begeistert, wenn ich das auf Fußball ummünzen würde, würde ich mir nie im Leben ein Fußballspiel anschauen, wenn ich im Vorfeld wüsste, dass das Endergebnis schon vorherbestimmt ist. Also, weißt du, wie ich das meine? Tell me you didn't just say that. Nee, also da muss man natürlich verschiedene Sachen zu sagen. Also das Ganze ist eine Mischung aus Sport und Unterhaltung. Der sportliche Aspekt ist natürlich gegeben, dass die natürlich athletisch natürlich groß veranlagt sein müssen. Also die müssen schon fit sein, sage ich mal. Man sieht das ja natürlich auch. Früher gab es da immer die ja, große Diskussionen, ja, die sind ja alle mit Steroiden vollgepumpt und sowas. Mittlerweile gibt es das nicht mehr, weil das verboten ist und da gibt es dann diverse Auflagen und so Zeug. Aber wie du das schon richtig gesagt hast, es gibt da diese sogenannten Storylines. Es ist aber nicht so, dass quasi einer einen Vertrag unterschreibt und dann wird dem in dem Vertrag steht drin, was er zu tun hat und wie er Okay. aufzutreten hat. Das ist einfach, wird danach dann festgelegt. Und es ist in der Tat so, dass vor jedem Match, das vorher schon festgelegt ist, wer da gewinnen wird. Das weiß der Zuschauer aber nicht. Ja, logisch, Logisch. klar, der nicht, ja. Sonst wäre es ja wirklich richtig dumm. Es soll natürlich so wirken, als wäre das alles nicht so. Das ist natürlich eine große Show aufgezogen, ganz klar. Deswegen ist das Ganze auch viel näher dran an zum Beispiel einer Daily Soap als an einem Fußballspiel. Du hast ja Okay, ja. den Vergleich gebracht. Also natürlich, ich verstehe es, wenn Leute sagen, ja, ich gucke mir das nicht an, wenn vorher schon klar ist, wer da gewinnt. Es ist ja nur für die, die das machen, klar. Für uns Zuschauer ist Ja, es ja im logisch. Prinzip nicht klar. Klar kann man vieles, also ich bin jetzt jahrelang schon dabei, ich kann auch schon teilweise voraussagen, was wie wo passieren wird, aber meistens, und das ist ja auch das Gute daran, ist das trotzdem immer noch unvorhersehbar. Und was diese Faszination auch ausmacht, ist, es gibt immer wieder. Leider immer weniger, aber trotzdem immer wieder so Momente, wo man einfach dann nur noch davor steht und dann sagt, what the fuck? Und das ist halt das Ganze. Aber wie gesagt, es ist näher dran an der Daily Soap, weil es ja wirklich es geht das ganze Jahr über, jede Woche gibt's Shows, die live übertragen werden im amerikanischen Fernsehen. In Deutschland ist es so, dass auf Sky, also im Pay-TV, das Ganze läuft. Es ist aber auch, bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf, wie war das, auf Sport 1. Da läuft, glaube ich, jetzt auch wieder Wrestling, aber ich weiß nicht genau. Wie gesagt, mir ist es, ich kann dazu jetzt nicht genau sagen, ich kann jetzt nicht sagen, wo man das im Fernsehen genau gucken kann, weil ich schaue das immer nur über Internet. Okay, also über Streams praktisch, so Nee, live-TV-mäßig. über Wiederholungen, weil live, das Ganze kommt ja immer nachts Ach und so, da ja, genau. ist das halt schwierig, weil das ist dann bei uns 3 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr nachts, da Ja. ist das nicht so die Also Top-Zeit. sind praktisch auch diese, weil das habe ich habe natürlich ab und zu mal so reingesappt damals, das war dann glaube ich zu diesen DSF-Zeiten, manchmal habe ich dann die sexy Sportclips da verpasst, dann kam Wrestling, da habe ich mich auch immer geärgert und habe dann nochmal ein paar Sekunden weitergeguckt und da war dann ja immer diese plötzlichen, das fand ich auch immer extrem lustig, weil ich habe natürlich gedacht, ey, das ist doch alles schon gescriptet, wenn da schon dann auf einmal zwei kämpfen und auf einmal ist vorbei oder so und der hält gerade den Titel nach oben und auf einmal kommt der Dritte und sagt, ey, jetzt fick ich dich aber und rennt da mit so einem Stuhl also in Ring da und haut den einen vor die Fresse und sagt, hier ist meiner und so. Das ist ja praktisch alles schon vorgegeben. Also es gibt ja keine Überraschungsmomente praktisch. Nee, also Für die Akteure jetzt natürlich. nee, für Für die den Akteure Zuschauer nicht ist das eine natürlich. Riesenüberraschung, ja, logisch. Klar, für die Akteure nicht, klar. Das ist, wie gesagt, man muss sich das so vorstellen, das ist wie eine groß aufgezogene Show einfach. Ist ja auch Und alles präpariert, ne? Diese ganzen Stühle und so, das ist ja jetzt natürlich, nicht alles komplett real. Also das klar ist. tut das garantiert weh, weil man sieht das ja auch teilweise am Körper, dass da rote Stellen sind, wenn man da so eine fette, flache Hand einmal volle Kanne auf den Naja. Brustkorb da geschlagen bekommt. Das zischt bestimmt. Dafür, denke ich mal, werden die jahrelang trainiert. Aber im Endeffekt ist es halt so, den Schaden an den Akteuren selbst möglichst gering halten und dabei halt das Maximale an Entertainment da irgendwie herauszukitzeln. Was ja auch klappt. Ganz Also genau so diese ist Arenen das. sind ja
pickepacke voll. Also keine Ahnung, wie viele da jetzt immer so reinpassen. Also ich war aber jetzt, ich mal, ich war jetzt relativ viel. im April war ich in Mannheim, also in Deutschland. Da Ja. die machen ja, sind immer auf Tour in der ganzen Welt unterwegs und da waren die jetzt auch in Mannheim kürzlich. Und da waren schon so um die 10.000 Leute dann noch da. Ich war vor 4 Jahren war ich in Köln. Da waren es 15.000 Leute und in USA bei der allergrößten Show, die jedes Jahr immer einmal stattfindet, da sind das dieses Jahr, glaube ich, 70.000 gewesen. Wollte ich schon Okay. Millionen sagen. 70.000 Zuschauer. Diese Kartenpreise, sind die vergleichbar jetzt mit Fußball oder Sportevents, Konzerte Auf gar etc. keinen Fall. oder Das ist das? ist auf jeden Fall teurer. Auf jeden Fall. Wesentlich. Also eher schon Wesentlich so in teurer. die Also, Boxrichtung wenn du. etc. Ja, genau. Also, das ist Ja, auf jeden also Fall vergleichbar. Exklusivsport. Wenn du zum Ja. Beispiel erste Reihe bei WrestleMania, der größten Veranstaltung, da geht es definitiv nicht unter vierstellig. Okay, Erste Reihe gar nicht. dann lass uns jetzt die letzten Minuten noch dann jetzt bei dieser Faszination Wrestling innerhalb Deutschlands bleiben. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Es gibt dann wohl diese Events, die hier in Deutschland stattfinden. Dennoch ist es ja wahrscheinlich so, dass dieser Hype oder sage ich mal diese Faszination in Deutschland jetzt nicht ganz so vertreten ist. Wie siehst du das? Erstens die Gründe und ob du da vielleicht noch irgendwelche Chancen siehst, dass sich das in der Zukunft nochmal verändern könnte, dass es in Deutschland doch noch mehr angenommen wird. Also wie gesagt, das für jemand, der wirklich das damit nichts zu tun hat und das auch nicht kennt oder halt sich damit nicht beschäftigt, wirkt das so, dass das davon habe ich noch nie was gehört, ja. Aber es ist in Deutschland doch auch recht populär. Also wir zählen für die Jungs da drüben zählen wir schon zu den größten Zuschauern in Europa. Oh, Also da okay. sind wir schon auch mit dabei. England ist sehr stark vertreten natürlich auch, aber wie gesagt, das ist global, das ist ein globales Geschäft, die sind weltweit. Wenn die in China sind, rasten die aus, zum Beispiel. Das ist, wie gesagt, überall und die sind da schon recht zufrieden. Die versuchen natürlich, das auch immer auszubauen, vor allen Dingen das Ganze immer mehr den jungen Zuschauern ja näher zu bringen. Da gibt es dann halt auch, weißt du, Spielzeug und so Zeug, Ja. Figuren und was weiß ich, womit man da sehr viel machen kann. Sammelkarten, irgendwelche Chips, wo die Kinder dann rumschnipsen müssen. Das weiß ich nicht, das kennen bestimmt einige auf dem Schulhof, da wird mit irgendwelchen Chips rumgeschnipst, das gab es auch mal. Also Ja. das ist alles eine riesengroße Maschinerie. Es ist wirklich, das ist in USA zum Beispiel, ist das größer als NBA Basketball, größer als NHL Eishockey. Okay, Nur krass. American Football zieht da noch mehr Zuschauer vor den Fernseher als Wrestling. Ja. Und also das ist wirklich ein Riesending. Und in Deutschland ist es halt so, dass dadurch, dass es weltweit halt im Prinzip, es gibt überall in jedem Land gibt es Wrestling. Ja? Also es gibt auch in Deutschland gibt es auch Wrestling, was man hier Gibt auf es einen nationaler krassen Ebene deutschen zusammen. Bekannten? Es ist so, dass Deutsch aus Deutschland momentan zum Beispiel in der WWE jetzt niemand da dran ist. Es gibt einen Schweizer. Okay. Der zumindest deutschsprachig ist, der bringt auch die deutsche Sprache immer wieder in die Shows mit rein. Das ist sehr interessant, weil der dann halt manchmal Sachen auf Deutsch sagt. Das ist ganz interessant. Antonio Cesaro heißt der. Aber sonst gibt's jetzt hier einen Deutschen, der wirklich weltweit irgendwie bekannt ist, nicht. In Deutschland kennt man zum Beispiel Murat Bosporus, hast du vielleicht schon mal gehört, den Namen, ich weiß nicht. Der Nee, hat zum leider Beispiel auf nicht. ProSieben bei so einer komischen Sendung mal mitgemacht. Ansonsten, wie gesagt, ist das in Deutschland halt doch schon sehr untergrundmäßig. Also da sind dann halt bei so Shows dann regional halt auch ein paar hundert Leute da. Weil da ist das Okay. einfach, ja, ich weiß nicht, es ist schwierig, das zu vergleichen. Man kann es mit American Football vergleichen, weißt du, das ist in den USA ist das ganz groß, in Deutschland gibt es das auch, aber ist halt weniger interessant. Aber Ja gut, da das überwiegt dann Fußball etc. halt einfach eben, da gibt noch es auch noch mehr, andere weil das Sachen. ist Aber ja was unbedingt noch Volkssport. gesagt werden muss, bevor das jetzt hier vorbei ist, wie gesagt, es ist zwar so, es wird zwar immer gesagt, es ist fake, aber im Prinzip ist es nicht fake. Das Ganze ist so, natürlich, wenn die sich gegenseitig schlagen, dann schlagen die sich natürlich nicht. Die treffen sich nicht. Das ist alles kalkuliert bis zum letzten Punkt hin. Aber Ja. das Ganze ist schon wirklich intensiv, auch was natürlich Körperkontakt und alles angeht. Das heißt, die nehmen sich da schon ran. Das tut auch weh und die verletzen sich da auch. Und das ist eben nicht so, dass das alles komplett gestellt ist. Natürlich, wie du auch vorhin schon gesagt hast, da sind dann die Stühle, das sind keine Stahlstühle, wie es immer gesagt wird, oder keine Stahlleitern, sondern das sind natürlich wahrscheinlich so leicht Aluminium-Dinge, was man sich halt auch über die Rübe ziehen kann. Wobei das heutzutage nicht mehr Tut gemacht bestimmt wird, auch ein alles. bisschen Ja, weh. wobei das heutzutage alles ein bisschen zurückgefahren worden ist. Wie gesagt, die Ausrichtung ist sehr jugendfreundlich. Also leider geht alles irgendwie in Richtung, aber man muss die Kinder befriedigen. Ja,
Schlimm. Muss die Kinder befriedigen, ja. Bevor das Gameplay endet jetzt zwar hier, aber ich hänge nochmal irgendwie kurz dein Logo dran, weil ich habe noch eine Frage, die Cool. mich noch interessiert. Vielleicht, vielleicht hast du da ja Angaben, vielleicht auch nicht. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt so ein Kampf ansteht? Treffen diese zwei Akteure sich, um intensiv miteinander diesen Kampf einzustudieren? Oder What? wie Achso, läuft es? also das ist, das kann ich natürlich auch nicht genau wissen, Okay, weil ja. das ist natürlich, aber Kann ja sein, dass irgendwie es Insider-Information gibt schon, oder es sowas gibt, weil es weiß. haben ja auch bekannte Wrestler haben ja auch Bücher geschrieben, wo man einiges da rauszieht. Es ist schon so, dass vieles im Vorfeld natürlich besprochen wird. Das heißt, man trifft sich, man spricht natürlich miteinander. Aber auf der anderen Seite passiert das auch sehr oft so, dass alles im Ring miteinander abgesprochen wird. Okay. Wenn man sich das ganz genau anguckt, dann kriegt man, also das kriegt man als Normalo kriegt man das nicht mit, aber wenn man wirklich sich damit auseinandersetzt und darauf aufpasst, dann kriegt man das mit. Die reden die ganze Zeit miteinander während der Kämpfe. Es wird Okay. ständig, also die sagen sich gegenseitig die nächste Aktion an, ich mache jetzt das, du machst das, jetzt machen wir das und so weiter. Aber so Alles klar. diese Rahmendinger sind abgesteckt, wenn zum Beispiel, was weiß ich, wie das Ende aussieht, das ist vorher geklärt. Wie lange der Kampf dauert und Ja, sowas bestimmt, genau, ne? was für einen Übergang man hat. Das spielen sehr viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Der Schiedsrichter zum Beispiel, der ist nicht da, um den Pin durchzuzählen. Der hat ganz andere Aufgaben, die der Zuschauer niemals mitkriegt. Okay. Also das ist zum Höchst Beispiel. Es mysteriös, ist, dieser ja, das, Verein. nee, das ist wirklich mysteriös. Also früher wurde das ja auch sehr oft immer sehr blutig teilweise. Und da haben sich immer alle gefragt, wie geht das? Ich meine, die es wussten, das ist Fake. Wie geht das? Kapseln, ne? Wieso blutet das? Viele haben dann gedacht, ja, das sind irgendwelche Kapseln. Nein, das war alles echtes Blut. Das wissen viele nicht, aber so skurril das klingen mag, die haben sich selbst mit Rasierklingen aufgeschnitten. Während des Kampfes? Während des Kampfes, ja. Das ist. Und das hat keiner gerafft? Nein, das ist. Das kriegst du auch gar nicht so großartig mit, weil das wird ja auch. Das ist gewissermaßen wie so eine Zaubershow, wie so eine Illusion. Ja, David Copperfield. Der Schiedsrichter, der hat diese Klinge dabei gehabt, ja, und der gibt die dann in irgendeiner Situation, wo sie halt notwendig ist, die weiter. Das ist ganz klein, das kriegt kein Mensch mit. Und dann nach einer bestimmten Aktion, was ich, Stuhl über den Kopf gezogen, keine Ahnung, dann hält er sich natürlich die Hände vors Gesicht, weil es ja weh tut. Und während er sich die Hände vorm Gesicht hat, schneidet er. Ganz einfach. Also, das habe ich auch, wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, oh, das ist aber krass. So, aber wie gesagt, Definitiv, ja. es wird alles getan für die Show. Mittlerweile ist das aber auch verboten. Okay. Und mit diesen Worten, meine Damen und Herren, und nachdem ihr jetzt euch 2,5 Minuten oder so das Logo von Tomahawk Paine reingezogen habt, möchte ich Kannst mich ja das bei Logo von dir. Pain Wrestling, ich habe ja einen Wrestling-Kanal auch, kann ich hier mal dick Werbung machen? Entschuldigung. Ja, alle mal raufgehen, auf jeden Fall, die sich für Wrestling interessieren, der ist auch voll aktiv Nee, das stimmt und so. gar nicht. Einmal im Monat mache ich Mit. da vielleicht ein Video. Das kannst du doch jetzt nicht sagen, Mensch. Ist Wird egal. gerade mega super. Nee, will Egal! ich gar nicht. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir jetzt zum zweiten Mal die Ehre gegeben hast, auf meinem Kanal rumzuwandern und rumzulabern. Und bedanke mich natürlich, dass du jetzt bei dieser Faszination-Reihe mitgewirkt hast. Und ja, bei den Zuschauern, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr was mit Wrestling am Hut habt oder nicht, wie ihr das findet, etc. Nicht unbedingt rumflamen, weil ihr wisst, keine Ahnung was, die Themen werden auch weiterhin unterschiedlichst sein. Und ich werde natürlich versuchen, da eine große Vielfalt auch zu erreichen, weil das ist der Sinn von dieser ganzen scheiß bekloppten Serie, meine Damen und Herren. Ich verpiss mich jetzt, ich gehe jetzt Kaffee trinken und mein Kollege Tomahawk Paine hat das letzte Wort. Haut rein, tschüss, ich höre ihm gar nicht mehr zu. Mach's gut, laber was du willst und drück dann auf Stopp. Ciao. And that's the bottom line, 'cause Guy Gaming said so. What?